e.uhuku.are.uhue. So, war das richtig so? uhuku.uhue, ja. So, gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Hier lang. Ah, nee, muss das sein? Dungeon, okay. Nebenbei Fackel ablegen. Eine Xaphirube, ein Heilpilz. Ein Xaphi-Ding, so. Was haben wir denn hier alles? Du bist eine leichte Waffe. Dann kommst du mal hierher. Oh oh. Und der ist jetzt aggro. Wow. Das heißt... So. Wow. Aua, warum trifft er eigentlich immer dieselben? Gut. Jetzt will ich aber mal gucken, was machen die Sachen. Protection 2, Protection 1, das geht dann mal an dich. Wobei, mit dem Turban, der passt besser eher zu dir, dann kriegst du die Passantenkappe. So, jetzt habt ihr wenigstens alle mal ein bisschen Protection. Und du musst mal kurz noch einen Heiltrank für mich machen, für sie. So, du hast ja mittlerweile genug von den Wurzeln und du kriegst ja auch immer mehr durchs Rumlatschen. So, Mörser. Ja, die Zauber hebe ich mal auf. Und guck jetzt mal, was hier drin ist. Wahrscheinlich nichts, wie immer. Nö. Gut, gucken wir mal kurz auf die Karte, ob hier noch irgendwas ist. Also hier ist dieses komische Rätsel. Ein anderer Ausgang. Das da sieht verdächtig aus. Da ist einfach bloß eine freie Fläche neben dem Tempel, okay. Also ich habe jetzt die Wahl, ins nächste Gebiet zu gehen. Erstmal kurz gucken. Ich nehme mal an, die Dinger muss ich auf den Altar legen. Die Gems of Power. Ja, muss ich auf den Altar legen und ich kann sie irgendwo hinlegen. Jupp. Kann sie einfach hier irgendwo platzieren, wo ich gerade Lust dazu habe. Aber erstmal bleiben sie noch bei mir. So. Ach ja, und da fällt mir gerade ein, du kannst noch den Dolch in die andere Hand haben. Weil ich kann ja glaube ich, unter Echoways hinein. Backstabben Enemy will ich auch nicht. Wo ist es denn? Unter Light Weapons fehlt das wahrscheinlich. Ja, Dual Wield. Egal. Das ist jetzt, bleibt jetzt mal so. Sie bleibt nämlich meine Fernkämpferin. Ganz einfach. So. Ich hätte gerne mal Schilde. So, ich rast kurz. Um sie etwas aufzufüllen. Da kommt jetzt wieder eine Fackel in die Hand. Und dann geht's abwärts. Hups. Kann ich mich hier auch? Trickwood Tunnels, Dead Sailor's Cave. Okay, das klingt so. Erstmal liegt hier unten ein Laib Brot. Ich will nicht wissen, wie lange der schon hier unten rumliegt. Ja.
Hier ist nur der Weg nach oben wieder. Okay, was ist hinter Tür Nummer 1? Fackeln auf jeden Fall. Was steht hier? There is no turning back. Ah. Rattenmenschen. Rattenmenschen, die mich gut bewerfen. Und mich in eine Sackgasse locken. Aber im Nahkampf können sie... Ich hätte die Klappe halten sollen. Aua. Das ist nicht so toll. Ich treffe den kaum. Jetzt haut er ab. Jetzt hat er Schiss und jetzt kommt der nächste schon. Oh. Ich verkrübel mich. Ganz kurz verkrübeln. Ups. Ganz kurz verkrübeln. Fackel aus der Hand legen und kurz rasten. Wieder bis zur Nacht. Fackel in die Hand und wieder runter. Au. Du bist nicht der Angeschlagene. Okay, ich könnte Treffsicherheit gebrauchen. Und ich muss mich gleich wieder zurückziehen. Ja, muss ich. Die verfolgen mich ja zum Glück nicht nach oben. So. Okay, du läufst wie ein Feigling vor mir weg. Gut. So, wow, 150 Erfahrungspunkte. Das war schon mal... Wow, sehr nice. So, da war Nummer 2 weg. So, du hast ein Messer verloren. Okay, hast du auch eins verloren? Nö. Tarion ist starving. Okay. Dann kriegst du doch mal was Gutes zu essen. So, dann rasten wir kurz hier in der Höhle. Um uns wieder aufzupuschen. Und ich habe wieder vergessen, die Fackel rauszunehmen. Hier ist nichts um die Ecke. Hier sind Fässer und eine Fackel. Scroll of Shield. Create a magical shield around you. Requires concentration. Aber ich kann keine Spells benutzen. Das ist ja das Blöde. So, was ist das? Eine gesalzene Wurst und Leather Cap. Du machst 4 Protection, also kriegst das mal du. Und du kannst damit wahrscheinlich nicht so wirklich gut umgehen. Halte mal. Jetzt verstehe ich das. Okay, ich hätte schon die ganze Zeit das Ding benutzen können. Das da unten ist nur die Spezialattacke. Welches Level die braucht. Du machst mehr Schaden, aber du bleibst mal da drin. Weil du hast mehr Accuracy, gell? Ich kann leider die Accuracy nicht einsehen. Accuracy 0.
Okay, die müssen dringend beide gucken, dass sie Accuracy steigern. Ganz, ganz dringend. Okay, ist hier noch was in dem Raum? Nein, hier ist schon mal kein... ja. No turning back. War das hier? Und ich habe schon so lange nicht mehr gespeichert. Okay. Da wäre schon mal noch eine Fackel. Da wäre nur der Weg runter und die Fackel brennt langsam aus. Okay, dann muss ich wohl oder übel den Knopf drücken. Leuchtet da hinten, was ich denke, das leuchtet. Gott sei Dank. LP 007. Okay, das hat mich jetzt etwas erleichtert. So, dann gucken wir uns weiter um. The Four Plagues, die vier Seuchen. Ein Raum. Wie viel Heiltränke hat jeder noch? 2, 2, 0. Aber wieder ein Pilz mehr. Und du hast Hunger. Dann gib mir mal das Brot. So. Und du kannst das Fleisch da verstauen. Du kannst die Keule da drin verstauen und gib mir mal die restliche Nahrung einfach mal. So. Überschüssige Fackel, eine Ersatzfackel, der Rapier kann mal da rein. So, und irgendwann müssen wir auch wieder anfangen auszumisten. Also hier wären zwei Wege. Hat sie jetzt gegessen? Ja, hat sie, gut. Du bist aus. Oh, Leprechaun? Ein Leprechaun hat mir gerade die Tür vor der Nase zugemacht. Okay, mit einem kann ich tanzen. Das macht mir nicht so viel aus. Dass ich dauernd misse hingegen ist doof. Wow, okay, die können auch zur Seite hin angreifen. Au. Okay, die muss ich gucken lassen, dass ich sie laufen lasse. Also nicht ich sie angreife, sondern besser sie sich bewegen. Hat das getroffen? Das hat nicht getroffen. Das auch nicht. Das war knapp. Wo kommst du jetzt? Da kommst du. Jetzt kommst du da. Jetzt ist er verwirrt. Hat ihn das getroffen? Das hat ihn getroffen, auf jeden Fall. Und jetzt ist er weg. So. Noch ein Wurfmesser für dich. Was steht hier? Das Nest. Okay, will ich in das Nest? Das da sieht schon mal wichtig aus. Ja. Hier ist aber schon mal nichts. Ich würde mich gerne erst einmal hier umsehen, bevor ich mich hier in diesen Gebieten weiter umsehe.